Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren lang vermissten Dishonored 2 Part. Jo, ich möchte noch gern versuchen, die Rune hier zu bekommen. Hab aber irgendwie keinen Plan, wo die sein könnte. Wir probieren es einfach mal. Ich habe jetzt schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Muss mir wahrscheinlich diesbezüglich. Huch, es leckt. Muss mich wahrscheinlich diesbezüglich wieder ein bisschen reinspielen. Aber bitte, das kriegen wir schon hin. Null Problemo. Hoffe ich mal. So. Aha. Hallöchen. Sehr gut. Würde ich sagen, laufen wir gleich wieder mal. Lauf, 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 lauf. So, hier irgendwo soll es sein, das gute Stück. Aha. Was? Da. So. Was? Und fü. Wer hat das gesagt? Womit habe ich das verdient? Von allen Scheißaufträgen. Ist das jetzt nur einer und führt Selbstgespräche, oder? Nicht mal. Ausgerechnet auf einem Haushalt voller Blutfliegen. Du, das ist das Allerbeste. So. So. Huch. Warum ist der Palast überhaupt durch eine Lichtwand geschützt? Wer soll denn bitte den Herzog angreifen? Ich. Und jetzt wäre es auch noch schön, wenn man den würgen könnte. Ich bin einen Steinwurf vom Großpalast weg und von Überfluss umgeben. Ob ich das hinkrieg? Ich soll es kurz speichern. Wartet mal ganz kurz. Speichern. Da lang. Hier hin. Bitte schön. Jo, dankeschön. So. So, ich lausche so gerne den Gesprächen von diesen Kerlen hier. Ob ist der eine... Ups, ich glaube, die sind verreckt jetzt, ne? Ja. Gut, dass ich gesperrt habe. Ja, ich dachte, das klappt, ne? Aber das ist den anderen... Ja, natürlich zieht es den anderen mit hier, ne? Ja. Bitte laden. Nein, ich will sie nicht umbringen. Ich werde es wahrscheinlich wieder nicht schaffen, ohne Mord durch das Spiel zu gehen. Aber ich würde es gern probieren. Blitz und Donner! Blitz und Donner, jawohl. Hm. Wie stelle ich das jetzt an? Ist einfach mal zum Probieren, nehme ich an, ne? Ja, ja, ja. Der kriegt das gar nicht mit. Alles schlecht. Und plündern. wo ich plünder, entschuldige. Ups. Aber die schlafen jetzt, ne? Die sind beide am Leben. Wie kann man so schlafen? Naja. Der noch eher glaubwürdig als wie der andere. So, schön. Dann kann ich aus dem Schleichmodus raus und kann hier... Kann man hier was machen? Da oben wieder. Hüp. Wo bin ich hier, um Gottes Willen? Habe ich jetzt was Gutes gemacht? Schaut aus. Oder? Zumindest geht das hier nicht mehr. Ob das jetzt schlau war, kann ich gar nicht sagen. Schlau, 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 schlau. Was haben wir da? Pistolenmunition. Und eine Pistole selber auch. Und die brauchen wir eigentlich nicht. So wirklich. Ich möchte aber gerne die Rune hier haben. Rune, Rune, Rune. Die Rune. Ich hätte gern die Rune.
das hier auch zum Kaputthauen? Geht das überhaupt? Oh. Mit Wächter. Aha. Ein paar weghauen. Nein, du versteckst dich. Weil ich Angst habe. Also hole ich es. Sie mögen dich nicht. Ich kann auch nichts dafür. Hast du mich... eine böse Frau. Ich doch nicht. Au. Ich bin total lieb. Bist du weg? Gut. Gut. Aber die fliegen. Keine Angst, meine Kleinen. Ich schicke sie weg. Aha. Da muss ich wahrscheinlich vom Fenster aus dorthin. Wartet mal. Da oben. Ach so, warte mal. Ob das geht? Warte mal ganz kurz. Hüp. Nein, ich glaube nicht, oder? Von da aus gibt es keinen Zugang nach unten. Da nicht? Da drüben vielleicht? Wow. Nicht runter, Bohrzeil. Schau. Jo, ich glaube auch nicht wirklich, oder? Ich kann mir schon wieder gut vorstellen. Wird das gehen? Na. Doch? Da hinten, schau, Balkon. Ha, lol. Den muss ich würgen. Wow, den wollte ich eigentlich würgen. Ich wollte den eigentlich... Ah, na, das war jetzt der Plan. Jui, steh auf, mal Mädel. Halla, hallo, halla, halla. Was? Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Ich bin da weg. Hallo. Ja, ja, das passt mir schon so. Au, oh, ich glaube, ich bin wieder verkehrt. Die Viecher machen einen wahnsinnig, echt. Scheiß Blutflinkknüppeln. Jetzt weg. Schuh, Schuh, weg, weg, weg. Das ist ja rumgeschwirrt, ne? Ist jetzt mal Ruhe? Ich will doch. Es leckt halt fürchterlich auf, ne? Alter. Na, das kriege ich nicht hin. Kann ich gleich nochmal laden. Ja! Ich will hier weg. Das ist kaputt, Alter. Wie viele Viecher gibt's denn? Das kann nicht sein. Bitte, hallo? Ich verbrauche meine ganzen Heilungsgeschichten. Scheiß Mistviecher, denke. Was habe ich getan? Ich weiß es nicht. Na, ich glaube, das lade ich nochmal. Aber ich weiß gar nicht, wo ich laden kann. Wartet mal, vielleicht ist hier ein Schnelldingens. Ja, eigentlich gut. Passt. Das geht so nicht. Das muss ich geschickter anstellen. Meine ganzen Heilgeschichten kann ich da nicht verpulvern wegen einem Gegner. Das geht so nicht. So, fängt ihr wieder gut an, ne? Ah, Scheibendreck. So. Haben wir den gedrückt? Ja. Passt. So. Würde ich sagen. Hüp. Alter, bei dem... Hä? Okay. Keine sichere Landung mehr. Okay. Nicht nett. Alter, duck dich. Geht ja. Jetzt haben wir die Viecher hin. So gut es geht halt, ne? Au. Da ist noch eins, glaube ich, irgendwo. Da.
Wusch, 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 wusch. Alter, diese Viecher, ne? Wusch, wusch, wusch. Wusch, 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 wusch. Scheiß Viecher. Ich mach sie einfach mal ein paar hier kaputt, vielleicht hilft's ja. Oder auch nicht. Alles wenn immer mehr. Gibt's hier nicht sowas? Wusch, 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 wusch. Wusch, 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 wusch. Ah, klein. Ist ich. Das gibt's ja nicht. War jetzt den ganzen Part hierfür nur um Fliegen zu klatschen. Unfassbar lästige Viecher. Alter Schwede. Ich könnte was zum Essen gebrauchen. Na? Alter. Das gibt's ja nicht. Fast hin, ey. Nur wegen diesen Mistviechern. Wie ein? Also, na. Das ist ja nicht zu glauben. Das hört überhaupt nicht mehr auf, ey. Unendlich. Na, bist du gescheit. Die vollen Brummen und voll laut auch noch. Ja. Ich glaube, ich werde es mal speichern. Das war hier. Jo. Augen zu und durch, würde ich sagen, oder? Wahrscheinlich gibt es hier drin gar nichts Besonderes. Ah doch, die Rune muss hier nur sein. Was red ich denn da? So. Dann vielleicht auch einmal hier rüber und das kaputt hauen. Servus! Ich muss hier rüber. Der Kerl da ist ein bisschen... Ich brüte Mob. Der Kerl ist ein bisschen... Mühselig. Au! Bist du gescheit? Diese Scheißviecher. Was war es? Hä? Was? Wusch, wusch, wusch. Wusch, 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 wusch. Au. Das hat so keinen Sinn. Mistviecher. Aha, wo sind wir denn da? Wartet mal. Kann man hier was machen?
Na, ich will das schon gerne manipulieren. Danke. War schon nebenbei, ne? Mach's hin! Schapperl. Oh! Ich glaube, der hat gerade unsere Gegner kaputt gemacht. Das war auch keine gute Idee. Und jetzt habe ich dich, oder? Aber jetzt. Wieso nicht? Warum lässt er sich nicht würgen? Kann mir das mal einer vielleicht erklären? Warum lässt sich dieser Sauhund nicht würgen? Wie jeder andere vernünftige, normale Mensch auch. Jetzt aber. Katja! Ich habe jetzt trotzdem Leute umgebracht, ne? Das zählt jetzt als Mord, oder? Das wäre aber nicht so schön. Und hier irgendwo, das nehmen wir auch gern mit. Und da ist die Rune. Da 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 da. Bada bam bam bam. Super! Eine Rune. Also das geht dann kaputt, oder? Nein, nein. Das sind noch mehr von diesen Bastardviechern. Weil da auch sowas ist. Hui, 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 hui. Ah, sind wir hier fertig? Dann kann ich nämlich diese Blutsteinchen einsammeln gehen. Falls es hier so was geben tut. Ui, ein Silberbarren. Ein silberner Barren. Wie schön, was haben wir da? Von einem Bewunderer Dautz? Dautz, ne? Dautz. Lieber Alfred, ich habe das Buch erhalten. Ein guter Fund. Aber ich habe ehrlich gesagt Zweifel an seinem historischen Wert. Das Messer von Dunwall soll den Mord an der Tyrannin Jessamine bereut haben? Ich sehe mir gerade sein Porträt an. Ich vermute, Taut wusste, dass das Schicksal seine Hand führte. Fest und unnachgiebig. Das Buch war dennoch unterhaltsam zu lesen. Also noch einmal danke. Schicke mir weiterhin alles zu, was du über diese mysteriöse Person herausfindest, die wir beide so bewundern. Dein Freund Claudio. Okay. Der Claudio. Der Claudio. Was haben wir da? Von das Messer von Dunwall. Auszug aus einem Groschenroman. Kapitel 3. Taut starrt auf die Klinge. Der Plan war perfekt aufgegangen, sogar besser als erhofft. Genau genommen war die ganze Sache viel zu einfach gewesen, aber jetzt war es vorbei. Er fühlte sich leer und es gab nichts auf der Welt, das ihn wieder erfüllen konnte. Er wusste es mit einer Sicherheit, die ihm Angst machte. Billy, rief aus dem Nebenzimmer rüber. Boss? Lass mich! Dann schob er die Tür zu und bevor sie etwas erwidern konnte, mit der Stimme nach unten ist ja ein Punkt, so. Er vertraute ihr mehr als jedem sonst, doch es war ihm nicht nach Reden zumute. Während er das Blut von der Klinge wischte, betrachtete er die Flecken, die es auf dem Stoff hinterließ. Es war königliches Blut, doch es sah genauso aus wie immer. Sollte durch die Adern der Hohen und Mächtigen nicht etwas anderes fließen, etwas Besseres? Taut fühlte sich müde. Kein Blut der Welt konnte das ändern. Er trank grundsätzlich nicht und das Liebesspiel hatte ihn noch nie interessiert. Er fühlte sich auf eine Art und Weise erschöpft, von der er sich nicht so leicht erholen würde. Und da war noch etwas anderes. Was war das für ein Gefühl? Er hatte Jessamine Coldwyn in die Augen geblickt, als sie starb.
Und in diesem Moment kam ihm ein Gedanke. Er hatte einen Fehler begangen. Er war in die Irre geleitet worden, doch solche Gedanken waren sinnlos. Sie war tot, ob es ihm leid tat oder nicht. Aber er hatte in ihren Augen sein wahres Gesicht gesehen, sein wahres Ich, keinen berüchtigten Attentäter, keinen großen Einflussnehmer auf den Leben, auf den Lauf der Geschichte. Nur einen weiteren Spielstein in einem unbekannten Spiel. Sehr schön. Gratuliere. Das macht sich gut im Lebenslauf. So, ja. Ui. Das ist er. Faut. Taut und... Und der Frosch im Hals. So. Taut und die Parabel der verlorenen Jahreszeit. Nehmen wir mit. Dararam, dararam. Wunderbar. 200 Münzen. Da wären jetzt Puffen gewesen, aber die brauchen wir eh nicht. Gut. Das war's. Sauber. So, mein Milan, hast du noch was für uns? Er hatte eine seiner Töchter gesucht, wollte sie zurechtstutzen. Stattdessen stolperte er in die Blutfliegen. Oh. Das ist natürlich Pech gewesen. Ich futter mich da jetzt mal satt, weil wir haben Hunger. Da drüben wäre noch ein Knochenfragment, die Lein. Ah, ich glaube da unten rein wahrscheinlich, ja? Da drüben ist noch eins. Wir werden hier niemals fertig werden. Das wäre aber einfacher zu holen, ha? Wartet mal. Ich muss mehr auf mein Mana achten. Ach, was soll's. Ich will darüber. Hallo? Darüber. Lässt er mich nicht? Ist zu weit? Echt jetzt? Das ist ja gemein. Hey, will da rüber. Da, so. Ich rüber will. Nicht auf die Schienen. Bis der hergeht. Und das ist dann echt schon zu weit. Das geht zu weit. Vielleicht hier drauf. Lässt er mich auch nicht. Aber hier schon, oder? Ja, runterfallen lässt er mich. Ich hätte speichern sollen, ich Vollidiot. Das klappt echt gut. Würdest du bitte? Danke. Aber jetzt da. Ich speichere das Ganze mal. Das ist mir schon wieder zu riskant. Ich bin schon wieder zu ungeschickt. Ah ja. Jupp. Fisch. So. Was haben wir denn hier Feines? Perlmutfächer. Oho. Ein schöner Fächer. Boah, da hat auch jemand gewütet, ha? Hier hat jemand gewütet, ganz wütend gewütet. Weg mit den Maschinen von Kanakos Straßen. Haben wir das schon? Wartet mal. Ja, das hatten wir schon. Okay, da unten, schau mal. Ein Beutel und ein paar Münzis. Das ist ja fein. Hui. So. Haben wir da was drin? Ja. Ein saguntanisches Fladenbrot. Ich habe eh noch Hunger. Von dem her passt das super. Aha, da ist ein Gang raus. Und hier hört man irgendwo das Knochenfragment. Und da ist es auch schon. Hallo! Und ein Badesalz. Ich sehe dich, ich seh dich glitzern. Und funkeln. Boah. Das ist romantisch hier mit den Kerzen, ha? Die mögen sehr romantisch hier, die Leute. Wenn man sonst schon nichts hat, ne? Bietet sich sowas an. So, mal ein bisschen Gesicht waschen. Sehr gut. So kalt das Wasser, ne? So, dann gäbe es da drüben noch eines. Das werden wir auch gleich speichern. Weil ich bin sicher wieder ungeschickt genug, um Mist zu bauen. So. Jo. Das bedeutet, Marmelein, habe ich das gar nicht markiert? In dieser harten Welt. Nö, habe ich das nicht. Bist du allein?
Entschuldigung, da bin ich auf die falsche Taste gekommen und habe natürlich die Aufnahme abgebrochen, weil ich schlau bin. Entschuldigung vielmals, tut mir leid. So, ich wollte eigentlich hier, ne? Nein, das wollte ich haben. Und bin schlauerweise auf die F6-Taste gestürzt mit dem Finger. Voll gestürzt, ich schwöre. Hat das weh getan. Ich hoffe, mich sieht jetzt keiner. Natürlich sieht mich jemand. Das fürchte ich auch. Ich will es aber trotzdem mal. Was? Jetzt komm. Mr. Maletto, auf Befehl des Herzogs Luca Abele, aufgrund dringender Sicherheitsmaßnahmen für alle Gebäude mit Balkon auf den Ravina Bovolat, sowie die neu errichtete Lichtwand, werden Sie hiermit aufgefordert, uns sofort nach Erhalt dieses Schreibens unbefristeten Zugang zu ihrer Wohnung zu gewähren. Wir bitten Sie, einen Nachtschlüssel in ihrem Laden aufzubewahren, damit die Garde jederzeit Zugang zu ihrer Wohnung hat. Ah, ich glaube, den Hammer, oder? Diese Maßnahme ist notwendig, um üble Schergen davor zu bewahren, den Lichtwandkontrollposten zu umgehen. Als Direktor von Winslows Tresoren verstehen Sie sicher unser Sicherheitsbedenken und leisten ungefragt und unverzüglich Folge. P. Colgard, vierter Hauptmann, Serkonische Garde. Prima. Ich würde mich gern verstecken. Was ist das? Zum Großpalast! Warte kurz, ich will hier weg. Versteck dich. Ich kriege dich so. Was, so geht's auch. Schlaf gut. So. Ja, ich meine, das war mit Absicht, meine Lieben. Habt ihr meinen Skill gerade nicht gesehen? Das war pure Absicht. Hey, Blaupausen. Kleine Verbrennungsverbesserung. Ah jo, schön. Ich habe sowas noch nie gebaut. Noch nie. Und hier müsste... Da? Ah, nebenan. Was haben wir da? Badesalz. Dreimal. Boah. Der steht auf das, ne? Der Kerl. Klo. Da ist noch mehr Badesalz. Tatsächlich. Okay. So, das Kopfkissen mal weggeschubst. Und da haben wir schon unser Objekt der Begierde. Ich glaube, wir haben alle. Oder die meisten halt. Zum Großpalast, das will ich gerade mal speichern hier. Den einen haben wir so souverän ausgeschaltet, das freut mich voll. Es tut mir leid wegen der Aufnahme. Ach, herrje, mine, voll verhaut. So. Wartet mal ganz kurz, jetzt muss ich noch kurz auf die Uli schauen, aufs Uli. Wir haben 55, 5 und 15, der Part ist zu Ende. Da ich jetzt aber ein bisschen Blödsinn gemacht habe, lassen wir noch ein, zwei Minuten, damit auch wirklich mit Sicherheit 30 Minuten sein tun. Aber jetzt zum Großpalast gehen ist auch doof, oder? Was haben wir da? Können wir den aufmachen? Aha, da gibt es sicher irgendwo einen Code dafür, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich wieder in irgendeinem anderen Raum. Der hat ja auch nichts, ne? Nö, der schnarcht nur. Mieps. Jam, 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 da knuspert sie herum. Ich schaue mich nur kurz um, weil wir noch ein paar Minütchen haben. Hallo, Mausis. So. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo... Da? Nö. Gibt's leider nichts. Na? Ich hätte gehofft, dass wir hier irgendwo einen Zettel anfinden, ne? Mit den Tresortaten. Aber das scheint nicht der Fall zu sein.
Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bleiben wir oben. Schade um den Tresor jetzt gerade. Dab, 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 dab. Das ist jetzt gerade echt doof. Was haben wir da? Umbra-Holz-Zigarettenkiste. Aha. Ich soll mich da ein bisschen besser umschauen. Zocki, ja, mach das mal. Alter, voll auf die falsche Taste. Ärgert mich gerade voll, dass ich die Aufnahme so deppert da gestört habe. Ja, was soll's? Was soll's? Kommt in den besten Familien vor. Na fisch, dann würde ich sagen, belassen wir es doch einfach hier. Vielleicht bekommen wir den Code drinnen irgendwo. Wahrscheinlich nicht. Der wird sicher irgendwo draußen herumliegen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich noch müssen einen anderen Raum besuchen. Aber auf den Tresor, sage ich mal, verzichte ich jetzt. Und wir werden dann hier in den Großpalast marschieren. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!